Hey guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker mit einem neuen Projekt. Ein Projekt, was wir hoffentlich an einem Abend durchkriegen werden. Zu Mario Kart 8 Deluxe hier. Es ist was ganz Besonderes, wenn ihr den Titel gelesen haben solltet. Es ist ein Community-Turnier, ja, was ich auf die Beine gestellt habe. Und es wird, ich sag's jetzt einfach schon mal, es wird Preise geben, die ich aus meiner eigenen Tasche zahlen werde. Und für ein Community-Turnier braucht man natürlich selbstverständlich ein paar Teilnehmer. Und ich habe auch ein paar Gäste hier. Meldet euch doch einfach mal. Meld Keanu hier, hi. Meld Novara hier, hi. Ich bin tot, ich bin gar nicht da. Ich bin Yuki und ich war mal bei Mario Party dabei. Ja, das sind aber nicht die einzigen Teilnehmer. Wir haben noch ein paar mehr, so 2, 3, 4 Leute eventuell. Ich hoffe, die werden alle mitmachen. Jedenfalls habe ich bei mir im Home-Menü gesehen, dass 11 Leute online sind. Also sollten da hoffentlich ein paar dabei sein, da davon. Nein. Tschu, Raum erstellen, Keanu, hör auf, mich wieder zu ärgern. Tschu. Wen nehme ich denn? Ich nehme mal ganz klassisch mein Mii. Und ach ja, es gibt für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, es gibt neue Kostüme. Den Mii-Fahrer. Und ein neues Kostüm, was ihr mit einer Daisy Amiibo freischalten könnt. Ich nehme mein Fox-Outfit. Zack, zack, zack. So, Raum-ID. Nobara ist schon da. Die Raum-ID ist FP4D2. Ich hab jetzt nicht so schnell beschreiben können. Oh, da ist Luna. Ich konnte einfach dir nachschauen. Passt. Wolltest du es eingeben, Keanu? Oder soll ich es nochmal wiederholen? FP4D2 war's? Genau. Okay, FP4D2 ist der. Also D, nicht B. FP4D wie Dora 2. Genau. Hat sich gerade nur eben wie B angehört. No. Okay, hab ihn abgesendet. Jetzt warten wir. Ja, jetzt müssen wir halt warten. Ja, und die Zeit könnte ich vielleicht nutzen, um es vielleicht nochmal so ein bisschen zu erklären. Ich bin noch nicht sicher, ob ich noch ein Part 0 vorher aufnehmen werde, beziehungsweise hochladen werde, wo ich alles erkläre. Aber ja, könnte ich auch jetzt einfach die Zeit nutzen. Also, wie gesagt, wir machen ein kleines Community-Turnier. Meine Sprachkommentatoren, meine Gäste hier, die sind schon alle da. Ich hoffe, der Rest kommt dann jetzt auch gleich. Wir werden das Ganze so machen, wir werden sämtliche Strecken fahren. Von ganz Mario Kart 8 Deluxe, heißt auch die Booster-Strecken, Pass-Strecken. Die werden wir alle nacheinander fahren. Also wir starten mit dem Pilz-Cup und starten so gesehen dann mit Mario Kart Stadium. Und hören dann mit der Rainbow Road von der Wii, hören wir dann auf. Da haben wir schon mal den nächsten Teilnehmer. Hier ist ja auch wunderbar. Und Preise, was wird es geben, dass ich aus eigener Tasche zahlen darf? Da ist der Ryo, der ist unverkennbar. Mhm. Der Erstplatzierte darf sich ein Switch-Spiel aussuchen im Wert von bis zu 60 Euro. Der Zweitplatzierte kriegt einen Nintendo eShop-Kartengutschein im Wert von 25 Euro. Und der Drittplatzierte kriegt einen eShop-Kartengutschein im Wert von 15 Euro. Jetzt fragt sich vielleicht irgendjemand, ja, was ist denn, wenn du Erster, Zweiter oder Dritter wirst, Smashy? Ich zähl nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Zweiter werden sollte, dann rechne ich so, der Erstplatzierte, der Drittplatzierte und dann halt eben der Viertplatzierte. Die kriegen dann dementsprechend die Preise. Smashys Preis ist ein Schlag im Nacken. Den ich bestimmt höchstpersönlich von dir kriegen werde. Ja. Wenn wir uns das nächste Mal sehen sollten. So, wer ist denn jetzt alles da? Keanu, Andy, kannst du bitte Ryo, Andy? Wer ist er da? Dieser Zwiebelkopf. Andy? In dem Bart. Die ganze Zeit sagt mit Bewegungssteuerung. Oder ist wer? Andy, Ryo und wer ist der Blonde da? Ja, das frage ich mich halt. Wie heißt denn der? Keine Ahnung.
Kannst du nicht nachgucken? Mm-mm. Wer ist das? Er hat sich einfach reingeschlichen. Das kann so, nicht sein. Ich frag mir in dem Chat nach, wer ja. ist der Blonde mit Bart? Mit ich sollte Bart. Das auch richtig schreiben. Wer ist der Blonde mit Bart? Ist er jetzt nicht eher braun? Ach, ist doch alles egal. Ach, das ist Neon, alles klar. Ah, okay. Fehlt jetzt noch irgendeiner? Chaos kann ja nicht. Was hatte Rhodey gesagt? Bei Rhodey wird es aus Zeitgründen wohl nicht gehen. Ich glaube, dann sind wir komplett. Dürften wir komplett sein. Jo. Ich frage euch jetzt einfach mal, also euch hier im Sprachchat-Gedöns, sollen wir Koms mit dazu nehmen oder nicht? Es würde die ganze Sache noch ein bisschen lustiger machen. Also ich wäre auch dafür. Ja, ich wäre auch Koms. Alles klar. Das sind Koms. Dann machen wir das so. Ja. Okay. Ist alles klar, dann gucken wir mal. Und das lasse ich die Leute dann auch wissen. So, also wir spielen 150. Ein ohne Glück. Teams. Items Standard. Was? 50 CCM. Oh Gott, das ist mir noch. Oh Gott, 200 CCM Turnier, ja, bitte nicht. Machen wir denn das nächste Mal? Oh, 200 wäre ich dabei. Ja, glaube ich dir. So, Koms, auf welchem Schwierigkeitsgrad sollen wir die machen? Weil ich will jetzt nicht, dass die zu krass OP sind. Nicht, dass die sich irgendwie auf den ersten, zweiten, dritten Platz vorkämpfen. Die sind eigentlich auch schwer auch nicht sonderlich krass. Ja, mach 150 fertig. Und wenn, dann behältst du es bei den Koms halt wie bei dir, dann rechnest du halt runter, dass es auf einmal halt der Erstplatzierte auf Platz 5 ist oder was auch immer. Die musst du halt dementsprechend dann rechnen. Ich mach sie mal auf normal. Also falls es wirklich so werden sollte, dass ein Kom irgendwie ganz weit vorne ist, dann mach ich es, wie Keanu es gesagt hat. Dann tun die euch einfach nur sabotieren, so wie ich es tue. Ich bin einfach nur für die Sabotage da. Ja. Kommfahrzeuge alle rennen. Wir könnten bis zu 48 Rennen machen. Das wäre doch die Hälfte, oder? Ja. Dann könnten wir es eigentlich so machen, jo, wir machen die 48 Rennen. Das wäre dann die Hälfte. Dann machen wir eine Pause, vielleicht von, keine Ahnung, 10, 15 Minuten oder so. Und dann machen wir die nächste Hälfte. Okay, lass mich das mal eben kurz in den Schritt schreiben. 4, 1, 1, 1, 1. Okay, hab's geschrieben. Okay. Dann denke ich soweit wissen. Mhm. Gut. Jetzt doch nochmal hier Lautstärken hier, also. Die bei mir alle mies auf einer Stelle stehen fast. Die sagen sich ja. Oh ja. Kann man so lassen. Okay, gut. Können wir loslegen? Ich denk's doch mal. Ja. Ja, gut. Denke auch, ja. Dann schalte ich bei mir nochmal um. Nur vielleicht für die Leute, die hier zuschauen. Also es könnte sein, dass Luna sich eventuell auch mal muten muss aufgrund familiärer Umstände, sagen wir es mal so. Rennen starten. Ich hau ab. Ja gut, tschüss Keanu, dann geh doch. Ich bin froh, dass es noch durchgekommen ist. Okay, also wie gesagt, wir fangen mit dem Pilz Cup an, heißt Mario Kart Stadium und dann immer so weiter. Mhm. Ich hoffe, alle anderen kriegen das hin. So Leute, hier sind wir nochmal auf der Erdkugel. Ich weiß nicht genau, wo ich ansetzen werde in Bezug auf Schneiden. Aber das erste Rennen, es war zum Glück nur ein Rennen, aber das werden wir canceln müssen aufgrund Nobaras Fail, die nächste Strecke richtig auszuwählen.
Und selbstverständlich ist beim Roulette ihre Strecke gewählt worden. Du könntest das ja so in den Outtake schneiden. Eventuell. Nee, also es war zum Glück nur ein Rennen. Aber das, wir fangen nochmal von vorne an. Ich möchte euch bitten, wirklich, guckt, dass ihr die richtigen Strecken wählt. Weil wenn jetzt sowas nochmal passiert, ich habe keinen Bock, nochmal neu zu starten. So, ich brauche den neuen Raumcode. JNM? Moment, JMN? JQ. JMN? J... Q. Ist das ein Q? Ja. Kann er dir nicht einfach nachjoinen? Er braucht die ja für die anderen Leute, glaube ich. Ah. Ja. Und übrigens, Noberaun, auch für alle anderen, nach dem Pilzcup machen wir den Feuerblumencup. Also, ist es der Feuerblumencup? Jedenfalls den Cup rechts nebendran. Machen wir die Reihe erst komplett und dann die nächste untere Reihe. Okay. Zuerst kommen die Karten. So, sind alle da? Oder fehlt noch wer? Da fehlen noch ein paar. Ich glaube, einer fehlt, oder? Ja, oh, einer. 2, 3, 4, 5, 6. Einer müsste fehlen. Der Ryo. Der Ryo, ja genau, Ryo fehlt. Hat keine Lust mehr, haut ab. Geht noch das andere Rennen, was ein oberer Haargerät hat. Ryo? Hast du ihm geschrieben? Ich... Da ist er. Sagte, wo ich die DMs öffnen wollte. Okay, ich glaube, wir sind alle da, oder? 3, 6, 7, 8. Und 4 Comms hatten wir, gell? Genau. Dann genau. Passt das, dann müssten wir alle da sein. Gut, also nochmal, weil es so schön war. 150 CCM, ohne Teams, Items Standard, Comm, normale Stärke, alle Fahrzeuge, 48 Rennen. Genau. Gut, Rennen starten. Ich hoffe, alle wissen Bescheid, dass wir nochmal komplett neu anfangen. Ja, ich habe alles so geschrieben. Ich habe denen auch gesagt, zuerst die oberen Cups, dann die unteren. Okay. Oh. Ich warne euch. Ist es selbst gut wie Nobara bei mir? Ja. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Der hatte nicht das Glück von Nobara, also von daher. Aber Nora muss sich echt krass verklickt haben. Das war ja schon der nächste Cup und dann die erste Schritte. Natürlich haben wir den nächsten Cup angewählt, weil ich so halt, oh ja, darüber und dann ersten? An. Aber ich muss den ersten Cup auswählen. Nobara, sei doch einfach ruhig. Oh, ich bin geplatzt. Toll, fängt ja schon schlecht an als ich. Jetzt sind wir mal richtig hier. Ob? Das vorhin war nur Aufwärmübung. Tut mir nicht leid, Juki. Wer hat mich hier wieder abgeballert? Natürlich Nobara, oder? Ist der erst verkackt, sie ist bei der Streckenauswahl und jetzt schießt sie mich auch noch ab. Warum nicht? Doch. Yuki. Oh Mann. Ah! Nein. Doch. Oh. Oh, der Grüne. Piano. Was, willst du nicht mit mir kuscheln? Doch, komm mal her. Die Banane. Ich hab eine Banane hier. Oh, Banane, wow. Genau. Oh Gott, die Abschwellhütchen hat mich eben gerade voll verviert. Yuki. Ja?
Willst du einen roten haben? Oh, hab ich ihn selber kaputt gemacht. Ja, nur ist vorne, ey, das darf doch nicht sein. Ist das die Schande deines Lebens? Wenn du Rüdiger wärst, ja. Gott. Kann halt überkommen, cool. Nein. Wieso hast du abgebremst? Ach scheiße, das war die letzte Runde. Verdammt, ich hab nur den blauen Panzer gesehen. Scheiße. Ich hab nur den blauen Panzer gesehen. Das verdient sie gar nicht, dass sie erste ist. Wieso hast du abgebremst? Weil ich hab den blauen Panzer auf der Map gesehen und dachte, oh, ich warte jetzt lieber mal. Aber ich hab nicht gecheckt, dass es die letzte Runde war. Scheiße. Aber da vorne war doch das Ziel. Ich hab nicht gecheckt, dass es die letzte Runde war. Jetzt Wasserpark, ja? Ja, jetzt Wasserpark. Das ist so lächerlich. Verdammt. Ja, das ist mein Problem. Ich habe die Musik nicht an. Wenn ich die Musik gehört hätte, weil sie ja dann schneller läuft, dann wäre es mir wieder in den Sinn gekommen. Das wird dir doch auf dem Bildschirm angezeigt, was das für eine Runde ist. Ey, wenn Nobara Fehler machen darf, dann darf ich auch Fehler machen. Da ist ja wieder der Tunnelblick. Alter, zum Glück hat Nobara richtig gewählt. Das waren ihre Cheats, deshalb ist sie jetzt Erster geworden. Welche wäre eigentlich Erster geworden? Egal, das bügele ich jetzt hier wieder aus. Was hat dich bitte weggefetzt? Ich weiß nicht. Die Luft. Irgendwas hat mich getroffen, aber was weiß ich nicht. Die Luft. Oh, du blöde Mutant-Tyrannia, ey. Hast mir den Doppel-Fragezeichen-Block geklaut. Doppelangriff, grün und rot vereint. Autsch. Ey, du hast dich vor mir geschlängelt. Ich hab extra nicht nach hinten. Ich hab dich nicht abgeschossen, als du hinter mir warst. Aua! Nein! Oh Gott, Feuer! Der männliche Villager. Der männliche der Villager. Ist gefährlich. Der ist richtig gefährlich. Männlich. Machen wir du mal an. Ja! Wer hat mir jetzt hier mein Item geklaut? Nobara? Dankeschön. Das war so klar! So klar. Ja. Das war so klar! Au! Ja. Boah, genau zum richtigen Zeitpunkt den Stern eingesetzt. Oh Gott, die beiden Sterne. Gottlike. Ja. Gott, noch ein Stern hinter mir. Oh, blauer Panzer, ich sollte mal anhalten. Oh, blauer Panzer. Meshi, willst du nicht mal bremsen? Nein. Da war ein blauer Panzer. Yuki, sag ich schon. Smashy, blauer Panzer, muss bremsen. Ich will auch provozieren, oder? Diese Frau, ey. Ah, Bananensnipe. Aha. Und die letzte Runde, ne? Oh. Natürlich. Nein, Nobara! Ja! Ja! Ich wurde hart gesmashed. So, ich habe meinen Fehler von der ersten Runde wieder ausgebügelt. Gut. Oh, jetzt wird's zuckersüß. Ja, das sagt, damit Nobara die richtige Map auswählt. Die Anmerkung. Ich bin nicht mal nicht rübergegangen. Schön. Oh, Keanos Strecke wurde gewählt. Oh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir zuckersüßer Canyon fahren. Ja, ich auch nicht. Da war so viel Auswahl dazwischen. Das ist schon eine tolle Strecke. Ich möchte den Tod da oben essen.
Dann sind wir alle egal von den Keksen. Kekse. Andy! Wieso fährt er weiter? Ich habe ihn voll getroffen. Nintendo. Eine beschissene Übertragung. Ja. Peer-to-peer, Beste. Danke, Novara. Weißt du, was hab ich gemacht? Du hast mir mein Item wieder geklaut? Und das sogar ohne Buhu? Kann man das? Ja, du bist mir voll die Flinte gefahren und hast mir die Itembox geklaut. Achso, ja, da kann ich ja nichts für. Hätte schneller sein müssen. Das ist halt doch einfach den Mund. Du musst nicht mich beschweren, du musst schneller sein. Alle haben dich schon geliebt und es ist die dritte Strecke. Dieses dreckige Lachen. Au! Den Smashy. Alter, zum Glück bin ich noch in der Kanone gelandet. Oh Gott. Ein Panzer. Ist an mir vorbeigeeiert. Ich hab den Blauen gesehen. Ich krieg hier wieder nur eins aufs Maul. Okay, ja, du mir alles nachmachen. Ja, weil ich kann. Oh, so viele Münzen, geil. Oh Gott, Luna? Bananenschale. Ey, ist das dein Ernst, Lucky Two? Musstest du mich da jetzt wirklich noch zurückholen? Ja. Also bist du Lucky Two, Kiano? Noch einer. Nein, 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 nein. Wer auch immer hinter mir ist, geh weg. Ein Achter, weil ich nur eins aufs Maul gekriegt habe hier auf der Map. Oh, mein Pilz wurde geklaut. Oh, danke schön. Oh, Robert. Nächstes Vierter. Auf Platz 3. Die Pilze habe ich gebraucht. Keanu, der ist Erster, was ist denn da los? Ich kann der will, auch unbedingt, gerne der will gehen, unbedingt das Spiel ich haben. Dir, ich kann auch gerne gehen, wenn ich dir zu OP bin. Hä? Ich sag nur, der Keanu, der will unbedingt das Spiel haben. Er will unbedingt sein Wunschspiel haben. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe überhaupt kein Wunschspiel. Wow. Irgendein Spiel für 60 Euro oder so wirst du noch haben wollen. Da ist momentan nichts, was mich interessiert. Wow. Du wirst schon irgendwas finden, wenn es denn dazu kommen einfach soll. Einfach nur, um Smashy zu erleichtern. Du willst einfach nur mein Geld. Das würde ich auch nehmen. Auf PayPal überweisen, bitte, danke. Das würde ich auch nehmen, könnte ich für meinen PC sparen. Nö. Hier gibt's nur Spiele. Ah! Hat er mich einmal ganz frech abgeschossen. Alter, wer wirft hier bitte Bananen an die Wand? Donkey Kong. Da hatte einer Hunger, würde ich sagen. Es klingt so nach Luna. Ich glaub, die hat echt Hunger. Oh, ich hab nichts gegessen. Ich hab mich vorbereitet auf Mario Kart. Ich hab 3 Stunden Pizza gebacken. Ja, ich hab den Pizza gebacken. Noch einer mit einer Pizza. Alter, wie viele von euch haben denn bitte Pizza bestellt? Oh, nee, ich hab die selber gemacht. Oh, ich hab's gesehen, das sah sehr gut aus. Nein, nein! Nein! Okay, Anu! Ich hab's genau gesehen, wie du extra in meine Bahn reingefahren bist. Hab ich nur mit Absicht gemacht. Wow. Oh, genau beim Item, nein! Ich hab Schmerz. Banane noch da? Dann liegen überall noch Bananen. Qualvolle Schmerzen hier bei Mario Kart. Oh Gott, Stein, bitte nicht. Hui. War ein guter Wurf, war ein guter Wurf. Yay.
Hier, warte. Nee, nein, nee. Die Leute haben den hier einen Boomerang. Irgendwie drei Leute Boomerang. Hier ist mega Boomerang-Party. Hier. Drei Leute haben Boomerang. Boomerang-Part. Geil. Wer hat mir jetzt schon wieder das Item geklaut? Krieg nur Pilze. Oh nö. Ah, oh. Okay, der rote Panzer hat den blauen Panzer ausgehebelt. Dankeschön. Der grüne. Seriously? Ich hab die Abkürzung. Nein, das Yuki. Das Yuki! Fahr! Fahr! Also der Bananen-Snipe? Fahr! Nein! Da hat mich einer mit einem roten Zeug abgefeuert. Du wolltest mich mit der Banane abwerfen, oder? Ja, nein! Ja. Du dreckiges Schiff! Und es war auch noch der Intling-Junge, ach, leck mich doch. Mich auch so mega gegen die Wand geschubst vorhin. Ich find's schön, dass alle Computergegner ganz hinten sind. Ich find's schön.